In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ohne Mods oder Custom-Content funktionierende Wendeltreppen in The Sims 4 erstellen könnt. Dank dem Plattform-Update haben wir dafür nämlich eine neue Methode im Spiel bekommen, die im Vergleich zu den vorigen Methoden viel besser funktioniert. Eigentlich ist es recht einfach. Die Simmerin Ellabella B0 hat schon in der Galerie ein gutes Beispiel hochgeladen, wie man die Wendeltreppen im Spiel sinnvoll umsetzen kann. Wenn ihr dieses in eure Wohnung bringen wollt, sucht einfach nach ihrer Origin-ID, wählt ihren Upload Functional Spiral Stairs aus und platziert diese in eurer Welt. Die Sims laufen hier ohne Probleme die Treppen hinauf und hinunter, die Treppe verbraucht nur einen Platz von 3x3 Kästchen. Wenn ihr diese ebenfalls selber nachbauen wollt, auch vielleicht um die Treppe besser in euer bereits vorhandenes Haus platzieren zu können, habe ich hier eine kleine Anleitung für euch. Entfernt bei eurem Raum die Decke oben und platziert die Platten so, dass an eurer Treppe ein Spalt frei bleibt. Jetzt könnt ihr den Mittelpfeiler der Treppe platzieren. Ihr benötigt ebenfalls viele kleine Dreiecksplattformen, die ihr aber auf ein halbes Kästchen verkleinern müsst. Die erste Plattform wird an diese Stelle der Treppe kopiert. Nun könnt ihr die Plattform immer um 1 erhöhen und einmal rund um den mittleren Pfeiler kopieren, sodass sich die Kanten gegenseitig immer berühren. So sollte das Ganze von oben aussehen. Die letzte Plattform ist dann quadratisch und wird mit einer kleinen Treppe mit dem oberen Stockwerk verbunden. Jetzt ist die Wendeltreppe fertig. Mich würde wirklich interessieren, hättet ihr immer noch gerne ein Wendeltreppenobjekt im Spiel oder reicht euch diese Möglichkeit im Baumodus? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Übrigens, bei Instant Gaming sind heute die Black Friday Angebote gestartet, bei der auch die neue Up in Schneeparadies Erweiterung für nur 23 Euro erhältlich ist. Noch 4 Tage könnt ihr hier ordentlich sparen. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.